Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Krebs. Erstmal möchte ich Jahr 2018 allgemein beschreiben und das gilt nicht nur für Krebsgeborenen, sondern für alle Tierkreiszeichen. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Wichtig wird sein die Gefühle, Liebe und Partnerschaft, aber auch tolle Ideen, Schönheit, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit. Venus ist auch die Planet der Harmonie und Frieden und viele Menschen haben dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus ist auch das kleine Glück und dieses Glück begleitet uns im Jahr 2018. Venus bekommt Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Das bedeutet, Saturn erteilt uns noch Lernaufgaben, besonders im Liebe-Partnerschaft. Aber es werden auch karmische Begegnungen oder Versöhnungen da sein, weil Saturn ist auch der Planet der Karma. Saturn lenkt auch unserem Schicksal, das werden schicksalhafte Veränderungen oder schicksalhafte Entscheidungen, Ereignisse da sein im Jahr 2018. Dann kommt die Lilith-Einfluss dazu, das heißt Sehnsüchte, Wünsche und Träume, aber die Neigung davonlaufen. Das ist ganz typische Lilith-Energie. Saturn wirkt aber und sagt uns, wir sollen diese Wünsche, Sehnsüchte und Träume ernst nehmen. So kann das in Form kommen. Wie beeinflusst das Ganze Pluto? Pluto ist das innere Kraft, diese konzentrierte Kraft. Und Pluto räumt alles auf, was im Weg steht. Und da sind Prozesse wie Loslassen, Trennen, Verabschieden oder Kündigen, weil das sind die Hindernisse im Leben. Oft betrifft das unserem eigenen Gefühlen, wie Schuldgefühl oder Angst, dass wir von solchen Gefühlen verabschieden, weil das sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Und erst dann, nach diesem Prozess, können wir unsere Wünsche wahrnehmen, das in Form bringen und das Schicksal ermöglicht es uns auch. Wichtig wird noch 2018 auf die Gespräche achten, lernen, über Gefühle zum Sprechen, kommunizieren. Aber es ist nicht immer klug, alles offenlegen, weil hier gilt der Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das müssen wir feinfühlig ausgleichen. Wann ist es angebracht, sprechen, offen sein oder offen über Gefühle sprechen? Und in welcher Situation ist es besser, schweigen und lieber nichts sagen? Und das sollen wir ausgleichen, ganz, ganz feinfühlig. Und das, was wir lernen im Jahr 2018. Wie trifft diese ganze Energiefeld speziell die Krebsgeborenen? Die Krebsgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und eine innere Ruhe, einen inneren Gleichgewicht. Sie haben den Wunsch, die Sehnsucht, die Bedürfnis nach Liebe und Partnerschaft. Aber sie sollen sich selbst nicht aufgeben. Also nicht die Opferrolle einnehmen, sondern das soll im Gleichgewicht sein, die Partnerschaft, geben und nehmen. Und das bringen die Krebsgeborenen in Ordnung. Alte Verletzungen werden bereinigt
Und die Krebsgeborenen haben Einflüsse von außen. Und auch das Glück, die Liebe, Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Sie können endlich mal ihre Träume leben. Aber wichtig ist, diese Träume wahrnehmen und keine Angst davon haben. Und so erleben die Krebsgeborenen glückliche Momente und kommt die Beziehung in Ordnung. Entweder die bestehende Beziehung oder eine Versöhnung oder ein Neuanfang. Das erlebt jeder ein bisschen anderes. Aber Thema Liebe, Partnerschaft ist das wichtigste Thema Jahr 2018 für die Krebsgeborenen. Aber auch das Selbstbild, das Ich, dass man sich nicht opfert in Partnerschaft. Dann ist noch etwas zu beachten, das ist die berufliche Situation. Die Krebsgeborenen fühlen sich beengt oder läuft beruflich nicht, wie sie sich das wünschen. Und hier braucht man eine Art Befreiung. Entweder das Ansprechen, was stört im Beruflichen und diesen Mut zu haben, damit die berufliche Situation verbessern kann. Oder wenn das gar nicht geht, befreien von diesem Arbeitsplatz, kündigen und lieber etwas Neues anfangen und auf die Berufung konzentrieren. Also hier werden auch wichtige Entscheidungen getroffen. Wo schöne Momente die Krebsgeborenen erleben, das ist die Freizeit, ein Hobby oder Freundschaften. Und die Krebsgeborenen werden auch neue Begegnungen, neue Freundschaften knüpfen. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschneiderte anfertigen und das können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten, eine Jahresanalyse für Sie persönlich. Dann kann ich die Jahrestendenz beschreiben oder die einzelnen Monate ganz genau, was ist da zum Erwarten oder worauf sollte man achten, sind da noch Hindernisse. Also eine solche Jahreshoroskop-Analyse kann ich Ihnen berechnen. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Im Leben sind aber auch andere Entscheidungen oder Fragen. Es handelt sich nicht immer um schicksalhafte Veränderungen, sondern Fragen, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Sehe ich sie in die kommenden Tagen? Bekomme ich da eine Antwort? Kann ich bei diesem Arbeitsplatz bleiben? Soll ich diese Schulung machen? Werde ich einen neuen Arbeitsvertrag bekommen? Soll ich in dieser Wohnung bleiben? Kommt ein Umzug? Soll ich meine Eltern besuchen? Kann ich meinen Kollegen vertrauen? Was denkt mein Chef über mich? Werde ich neue Freundschaften haben? Werde ich meine Spiritualität leben? Kommt da Erfolg? Soll ich auf diese Reise gehen? Und. Es sind Fragen, was unserem Leben, unserem Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen. Und da braucht man keine Analyse, sondern das können Sie als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail, Sie können das ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür und stellen Sie Ihren Fragen. Und ich werde diese E-Mail persönlich natürlich blitzschnell beantworten. Es ist auch gut bei Entscheidungen. Dann kommt eine Bestätigung oder ein guter Rat. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna
Medici.